Hallo und willkommen zurück zu God of War. So, wir müssen durch diese wunderschöne Tür schreiten, dann wollen wir das mal tun. Mit Animation und allem. Wäre interessant, wäre Brock hier. Ist er bestimmt. Ah, da seid ihr Den zwei. Alchemisten aufgespürt, den ihr finden solltet? Nein. Können wir noch etwas für dich tun? Weiß ich nicht. Schön, dass ihr klarkommt. Ah, tja. Dasselbe gilt für euch. Dankeschön. Kann ich noch was upgraden? Wieso ist Atreus denn so leise gerade? Armschienen der Betenschlange. Stufe 5. Das ist ja verbessern. Kann ich was herstellen? Brustschild des Springers. Puh. Ich hätte lieber die verzierte Schulterrüstung der Kraft. Kann ich aber nicht machen. Kann ich sie kaufen? Schulterrüstung der Klarheit. Ich finde, ich bin klar genug im Kopf. Hauptsächlich bin ich zornig. Okay, verkaufen bringt nichts. Hey, Oh, was war das? gezwungen. Ja, was war Wenn das ich mal versagen. letzte? Verlorene Gegenstände. Auge der Außenwelt. Wo habe ich das denn verloren? Das kommt sofort wieder zurück zu mir. Na, dann mal weiter. So, dann schauen wir mal, was wir hier haben. Noch ein Hyperions Griff oder Hyperions Schlag löst bei Berührung mit Gegnern eine gewaltige flächendeckende Erschütterung aus. Her damit. So, was haben wir noch? Atreus ist, glaube ich, gut versorgt. Keileansturm, Zorn des Wolfes. Oh, die Keiler hat man noch nicht. Och, ist egal. Falkenschwarm. Den habe ich ja. Oh. Was mache ich denn heute mit dem Inventar? Einfach zweimal abgerutscht mit dem kleinen Finger. So, Falkenflug. Oh, das kostet 13.000, den nochmal aufzuleveln. Atreus, da kaufe ich mir lieber was für mich selbst. So, wir haben hier gute Sachen mit guten Runen drin. Fähigkeiten. Was haben wir denn hier? Was ist das? Wechseln Sie die Kampfhaltung durch eine kurze Pause nach dem Chaos-Klingenangriff. Drücken Sie in der neuen Haltung links für eine schnelle Abfolge. Das werde ich doch nie hinbekommen. Elementarangriff. Der Speer des Chaos-Attacke verursacht bei Berührung kleine Feuerexplosionen und Brandschaden. Ja, schön für den. Oh, Atreus, du bist hier noch gar nicht hier gut gelevelt. Links schon, links nicht. Vorherige Fähigkeit erforderlich. Lichtpfeile erhöhen den Schwächungseffekt bei Gegnern. Die haben wir ja komplett vernachlässigt. Ich habe mein Kind vernachlässigt, dass ich das mal sage. Ja, Lichtpfeile mehr Schaden. Schockpfeile mehr Schaden. Schockdauer wird erhöht. Ist das nicht schön? Lichtpfeile, größere Explosionen. Betäubungsschaden. Schockschaden. Ich bin schockiert. Schockschaden. Wie viel XP haben wir noch? Ach, das reicht. Betäubungsschaden. Schockschaden. Sogar massiver. So, und das ist teuer. Explosionsschaden. Her damit. Und her damit. Hui. Da habe ich meinem Sohn aber gerade einiges gegönnt. So, das reicht jetzt auch schon. Keine XP mehr, kaum Geld. Zeit ins Schattenreich zu gehen. Beziehungsweise in die Zwischenwelt. Das ist immer noch eine coole Animation. Die Zwischenwelt. Wo. Ah, mit Enter bestätige ich. Mit Enter ich den Wenn du Bereich. vorhast, uns alle in die Leere zu stürzen, hoffe ich, dass du dir sicher bist. War das nicht deine Idee? Den eigenen Weg finden. Da war von Anfang an dieser Marker, nur ohne das E. Hab mich schon gefragt, Jetzt was das ist. Über den Rand getreten und der Eintrachtsstein hat ihn geschützt. Ja, Atreo, spring rauf. Bereit? Bereit. Wir springen. Tja, wenn es sein muss, Freunde, es war mir eine Ehre. Ebenso. Vertrauen. In wen? In mich? Ich bin nicht sehr vertrauensselig. Hui. Das ist unglaublich. Ja. Ich bin überraschend aerodynamisch. Und habe ein Hitzeschild, das ist schön. Hui. Hui. Okay, genug geruht. Atreus ist aufgeklatscht. Wie kann mir ohne Magen nur so schlecht werden? Weiß ich nicht. Das war großartig. Du isst ja auch nicht wirklich was. Der Turm. Ich wusste, dass hier unten was ist.
Unglaublich! Wie versteckt man etwas, das in allen Welten existiert? Wirf es aus allen Welten in den Raum dazwischen. Raffinierter alter Tier. Ja, da hätte ich selbst drauf kommen können. Name auf der anderen Seite? Das kann nicht sein. Man geht nicht einfach durch Vanaheim zum Midgard-Gipfel. Aber wie benutzen wir ihn? Lasst uns einen Blick reinwerfen, aber passt auf. Tiers kleine Prüfungen sind nie so einfach, wie sie scheinen. Hoffentlich keine Räume mehr mit Fallen. Gib mir einfach einen großen Gegner zum Besiegen. Der Sockel. Wie sieht's denn mit meiner Rage aus? Fast voll, dann heben wir es nicht auf. Bekomme aber wieder so ein ungutes Gefühl hier, dass da so gute Gesundheit liegt. Der Turm, er absorbiert die Energie des Steins. Unfassbar. Oh, da ist wieder eine Rune. Bewegt er sich? Er bewegt sich. Er weiß, was zu tun ist. Der Stein hat seinen Zweck erfüllt. Wir erfüllen Tiers Zauber. Sehr gut. Dann warte ich einfach hier. Ich habe keine Ahnung. Aber schlimmer als der Fall eben wird es bestimmt nicht werden. Oh, da wäre ich mir nicht so sicher. Hier riecht's nach Feinden, wolltest du sagen. Wieso ist das schlimmer? Geh von mir runter, ich bin giftresistent. Ich drück doch eh wie ein Weltmeister. Sei still, Kopf! Wovor denn Vorsicht? Okay, jetzt reicht's mir. Wo ist mein Stein, den ich aufheben kann, um massiven Schaden zu verursachen? Hey, ich dachte, ich wäre in Rage. Na, ich drücke Linksklick mit und dann funktioniert's nicht. Ja. Hier lag doch nochmal Rage. Ich muss ausweichen. Ja. Ist gut. Ist gut jetzt. Lasst mal ein bisschen von mir locker. Und schwerer Runenangriff. Ja. Ja. Hinter mir wird auch abgefrühstückt. Ist das eine schöne Attacke. Gut, dass wir das ausgewählt haben. So, Türsprüfung bestanden. Oh, ich glaube, das ist noch nicht ganz vorbei. Ich warte auf die nächste Welle. Wo sind wir jetzt? Oh, das ist Alpha. Na, kommt. Kommt ihr Alpha-Imianer. Stufe 3, das geht doch. Guck mal, Runenangriff. Du nimmst nicht sehr viel Schaden, das respektiere ich nicht. Atreus, du solltest doch betäuben. Wer schreit da so komisches Zeug? Au. Oh, nicht schon wieder. Bin nicht so gut im Dunkeln zu kämpfen. Aber ausweichen konnte ich. Zumindest eine Sache hat mal geklappt. Sehr gut, Atreus. Ja, die schreien von rechts und von links. Au. Wie macht ihr das? Ich glaube, ich muss hier wieder in Rage geraten. Fress Steine! Zurück nach Alpha mit euch. Au. Au, ich brauche das andere Hilfe-Item. Bin doch ganz vorsichtig. Komm schon. Zeig mal, was du kannst. Ja! Haha, ausgewichen. Haha, mein Sohn macht dich platt. Oh shit, ich krieg auf den Sack. Nein! War doch nur noch einer übrig gerade. So, diesmal hauen wir ihn aber aufs Maul. Da kommt schon der Erste, der aufs Maul will. Pass auf. Ach, hört doch auf, so dunkel zu machen. Ich glaube, ich muss einfach mal das Schild einsetzen. Sehr schön. Und Rage, wo bist du hin? Da bist du ja. Komm schon, noch einmal. Ja, du bist schon down. Du bist schon down.
nur noch der miese, fiese Bösewicht hier. Nehmen wir mal die Axt. Die hat nur Runenangriffe. Jetzt wäre gut. Gern auf die Nachtmare. Oder auf was du sonst noch so triffst. Ha, der eigene Nachtmar hat dich ausgeschalten. Komm schon. Mach doch nicht immer so dunkel. Schon okay. Mist. Wer Mist, 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 Mist. Komm schon. Ausweichen. Und Rage. Bevor der wieder auf Ideen kommt. Ein Stein. Zwei Stein. Da bist du doch. Komm schon. Bin fast davon überzeugt, dass wir es diesmal schaffen. Das sieht gut aus. Und ich habe wieder Runen. Wo bist du hin? Ah! Wir haben ihn besiegt. Hui, was für ein Kampf. Hat ein bisschen gedauert. Oh nein, sind wir wieder in hier? Oh je, da kommen sie. Oh nee. Ich habe die ganze Hilfe aufgesammelt. Ah. Na gut. Wir aus Heelheim konnten ja eh nie viel ausmachen. Außer so Schildtypen. Die finde ich immer noch unsympathisch. Wovor müssen die sich verstecken? Und ringsum Angriff. Ach, ist das eine schöne Attacke. Die macht richtig Spaß. Ich wünschte, ich hätte noch ein bisschen Rage übrig. Na? Ja, schon einer weniger. Komm schon. Du sollst mich nicht blocken. Das finde ich ungerecht. Finde ich einfach nur ungerecht. Ja, und weg mit dir. Zurück nach Heelheim. Na also, ein bisschen Gesundheit für mich. Was kommen jetzt bestimmt noch? Trolle oder Riesen oder irgendwas? Asgard? Okay. Weiß ich nicht, war noch nie dort. Ah, Trolle. Hätte man sich denken können. Komm schon jetzt. Ja, wir können ihn zureiten. Nicht wirklich gerecht. Nicht auf Atreus, auf den Großen. Auf den Großen. Ich glaube, ich mache das ganz gut gerade. Nein. Ja, der Große ist schon mal ausgeschalten. So, in der Animation kann man mir keinen Schaden zufügen. Au. Ah, ein großer Brocken. Und ganz schön feurig. Ich war gerade dabei, einen Runenangriff zu machen. Ich brauche die Gesundheit. Ein Glück liegt hier gerade so viel. Könnt ruhig mehr aufladen, aber von mir aus. Man nimmt, was man kriegen kann. Komm schon. Ja! Und jetzt die andere Waffe. Die andere Waffe. Komm schon. Ja! Ich glaube, jetzt ist er. Wieso hältst du so viel aus? Nimm ihn doch! Ja! Und in die Schnauze.
Sehr schön. Ha, alles nicht so schlimm wie die zwei aus Elfheim. Hui. Und der lässt auch noch so schönes Zeug fallen. Vor allem das Grüne. Kann man nicht genügend von haben. Zorn der Artemis. Leichter Runenangriff. Es ist vorbei. Ja, aber wo sind wir? Weiß ich doch nicht. In Jötunheim, denke ich. Da wollte man zumindest hin. Kann man eine Tür öffnen? Nö. Sind wir jetzt hier gefangen? Hallo. Muss ich da drauf? Das leuchtet nämlich nicht. Große Tür. Ah, große Tür war's. Oh. Da, wir sind wieder in Midgard. Da ist die Brücke. Geschafft. Der Turm ist wieder an seinem Platz. Ah. Jetzt kann uns Tiers Weltenkammer nach Jötunheim bringen. Wunderbar. Wie hat Tier das gemacht? Odin vermutete, dass die Riesenreste der urzeitlichen Jötner Erschaffungsessenz besaßen. Das Zeug, aus dem alle Welten gemacht wurden. Der Eintrachtstein wurde wohl auch daraus hergestellt. Ihn einem Außenstehenden anzuvertrauen, auch wenn es Tier war, zeigt ihre Verzweiflung. Ja, ich hoffe doch, dass sie verzweifelt sind. Feuerstein anzünden und sehen, was geschieht. Oh. Wenn du willst, will ich auch. Wo sind denn die Feuersteine? Noch ein Name. Göndul. Noch eine Walküre. Das ist kein Zufall. Doch wer hat sie in Tiers Feuerschalen geritzt? Woher soll ich das wissen? Ich hoffe, die greifen uns jetzt nicht alle an. Okay, das waren zwei Feuerschalen. Mehr sehe ich hier gar nicht. Oder stehen die alle hier? Nö. Nö, nö, das sind normale Schalen, die hier stehen. Na gut, find mal wann anders raus. Auf nach Jötunheim. Ich weiß, ich spreche das falsch aus, aber ich kann als Alternative nur Jötunheim anbieten. Das andere übersteigt meine sprachlichen Fähigkeiten. So, ich hab vergessen, was zu kaufen. Auf jeden Fall, was brauche ich? Ressourcen. Auferstehungssteine. Ja, damit. Kaufen. So viel, wie es geht. So, was brauchen wir dann? Brustrüstung, bla, verbessern, bla, das geht hier eh nicht, geht eh nicht, geht eh nicht, geht eh nicht. Armschienen der Weltenschlange, och, warum? Wozu jetzt noch? Euer Alchemist, sorry, noch nichts Neues. Wir müssen jetzt erstmal zu den Riesen. Das wird riesig. Ich weiß nicht, was wir in Jötunheim vorfinden, aber wir müssen unsere Spuren verwischen. Odins Raben werden ihm berichten, dass der Turm wieder steht. Und er soll nicht den Lohn für uns vermieten. Also ja, ja. So. Hammers? Kann ich mal rotieren? Ah, da ist er ja. Da ist er ja. Lange drauf hingearbeitet. In diese Welt reisen. Auf geht's. Geht los. Moment, warte mal. Das wird nicht funktionieren. Was? Es ist kein Weltenkristall da. Tyr muss die Energie mit seinen eigenen Augen umgelenkt haben. So ist er auf Nummer sicher gegangen. Du hast doch Augen wie er, Mimir. Ich habe ein Auge. Eins. Nein, müssen wir dir noch ein Auge finden. Eben damit ich nicht reisen kann. Tut mir leid, Jungs, ich dachte, es funktioniert. Was hat Odin mit deinem Auge gemacht? Er hat es. Wer weiß, wo er es versteckt haben könnte. Wir sind so weit gekommen. Es muss doch ein Weg geben. Ach, dann klatsch mal Odin auch noch weg. Er ist vielleicht weit hergeholt, aber seit Jahren sehe ich Sindri oder manchmal Brock an diesem Berg herumlungern, wann immer Odin zu Besuch kam. Vielleicht wissen die etwas. Brock und Sindri. Ach, die beiden. Da sind sie mir wohl ein paar Erklärungen jetzt schuldig. Wo habt ihr denn das schöne Auge von dem Mimir? Sehr gut. So, raus mit der Sprache. Hey Jungs, eine Frage. Wo finden wir Mimirs zweites Auge? Oh. Das. Tut mir leid. Um genau zu sein, Odin bat mich. Er gab mir den Auftrag. Ja, reiß dich mal zusammen. Er zeigt es mir, wisst ihr, und ich.
Was ist denn los? Verzeihung, entschuldigt ihr mich? Na, das hilft ja weiter. Wisst ihr, das war etwa zur gleichen Zeit, als Odin vorbeikam und mich bat, eine Statue mit einer Art Geheimfach zu bauen. Tja, da das keine Waffe ist und die Asen ein Haufen pickelgesichtiger Spinner sind, habe ich ebenfalls abgelehnt. Ist das Mais? Aber ich weiß, dass er sie trotzdem baute. Welche Statue? Es ist die von Thor, wo er sich seine Eier am See schaukelt. Die Schlange hat sie gefressen. Tut mir leid. Dann müssen wir wohl in die Schlange rein. Wie sollen wir in der Schlange suchen? Ich würde sie freundlich fragen. Oh je, der hat einen schwachen Magen und zu viel Mais gefressen. Finden wir besser heraus, was die Weltenschlange dazu sagt. Würde ich auch sagen. Tja, ich weiß nicht, was vor uns liegt, aber jetzt wäre ein guter Zeitpunkt, eure Ausrüstung noch einmal zum Horn. Ja, ich bin wunderbar ausgerüstet, würde ich sagen. Besser geht ja nicht. So, ach, einfach direkt hier hoch. Kommst du mal, Atreus? Ach, du mit deinen kleinen Beinchen bist ja nicht so schnell. Komm hoch jetzt. Papa will noch mal mit der netten Schlange reden. Was ist denn los? Minia ist müde. Einmal reinpusten. Tut. Ah. Mach ich ja nicht selber. Hi. Hast du ein Auge gesehen? Ungefähr ein Zentimeter Durchmesser. Mag die Schlange. Ich verstehe kein Wort. Ist die Statue etwa verloren? Sie glaubt, sie ist vielleicht immer noch in ihrem Magen. Und die Schlange lässt euch in ihren Mund rudern, um euch umzusehen. Sehr gut. Wirklich? Es ist so. Sie ist auch nicht gerade begeistert. Das glaube ich. Auf in die Schlange. So. So. In den Mund der Schlange fahren. Wollen wir das wirklich tun? Uns warum von der nicht? Schlange verschlucken lassen? Du musst nicht mitkommen. Na, das will ich nicht verpassen. Ach, zur Not besiegt man die Schlange bestimmt von innen heraus. So, wo geht's denn hier runter? Irgendwo brauche ich ein Peppesboot. Ach, hier direkt. So. Ganz schön wenig Wasser da unten. Muss ich jetzt echt weit laufen, um zu einem vernünftigen Boot zu kommen. Aber da ist ja eins. Und ein Fisch. Oh, kann ich nicht aufnehmen. Dann bringt's auch nichts. So. Hältst du das wirklich für eine gute Idee? Natürlich. Nein. Okay. Ah, eine Zahnbehandlung. Ich sehe schon. Ein Loch auf L6. Aber das ist neu. Ich war auch noch nie im Bauch eines Riesen. Und du, Vater? Oh, du hast ein bisschen Zahnfleischentzündung. So, ich hoffe, wir haben eine Fackel, um hier ordentlich einzuheizen. Und hoffentlich richtet sie sich jetzt im Moment nicht auf. Oh. Ich hoffe, die macht wieder auf. Ja, zum Glück sehen wir das meiste gerade nicht, was hier passiert. Wir dürfen nur nicht den Magen passieren und dann irgendwie im Darm landen. Das wäre im wahrsten Sinne des Wortes Kacke. So. Ja, schöne Schlangi. Bauch der Bestie. Lustig, von sowas habe ich oft geträumt. Interessant. Angst zu haben, ich weiß. Es hat mich nur an das Gefühl erinnert. Damals, als Kind. So. Suchen wir die Statue. Ja, was meinst du, was ich hier tue? In der Magensäure will ich hier nichts anderes machen. Komm schon, Kratos, leg mein Zahn zu. Ein größeres Paddel wäre hilfreich. Der ist doch so stark, das soll kein Problem sein. Nicht so schlimm wie erwartet. Wie fermentiertes Heidebier. Eigentlich sogar recht angenehm. Du bist echt schräg.
Ich sehe etwas im Wasser. Ja, das gleich aufsammeln. Irgendwie brennt das Wasser hier drin. Das ist Wasser, oder? Ja. Ja, würde ich auch sagen, nur zum größten Teil. Die hat eine ganze Truhe verschluckt. Mit Piratenschiff oben dran. Der Hammer. Was für ein Hammer? In der Kiste hier? Ah, da oben. Na gut, das Hacksilber nehme ich für mich. Hey, da ist nochmal Gold. Das müssen wir natürlich kurz schnappen. Ja, damit. Und 360. Ne, 180. So. Ja, sieht schön aus. Gute Schlange. Lauter unverdauliche Überreste hier drin. So, hoffentlich keine Feinde. Hui. Ja, das macht Spaß. Schön in der Schlange rumkriechen. Normalerweise kriechen ja immer die Schlangen. Ich habe keinen Weg mehr. Mir wird nichts angezeigt. Außer das. Vielleicht war ich falsch. Nee, das ist wieder nach unten. Hier soll es eigentlich weitergehen. Das ist nicht zu schaffen. Das ist nicht zu schaffen. Da ist noch ein Seil. Vielleicht müssen wir zuerst damit was machen. Oder wir müssen tatsächlich hier ein bisschen runter. Mist. Spiel, ich bräuchte ein bisschen Hilfestellung. Und wieso kann ich nicht einfach hier rüber gehen? Ah. So sieht das doch schon besser aus. So. Hat das gereicht oder braucht man noch eine? Das hat gereicht. Frieren wir es mal zur Sicherheit ein. So, jetzt einfach nach oben. Wie? Komm schon. Und jetzt? Ah, wunderbar hat es funktioniert. Was ist da drin? Dass wir kommen jetzt uns. Okay. Kommen zumindest zurück. Das ist wunderbar. Wo Odin dein Auge versteckt hat? Nein! Im Geheimfach. Nicht mehr hindurchsehen. Ja, ja, wir werden das schon finden. Keine Sorge, Mimir. Das dauert hier ordentlich lange. Was ist denn das da oben? Ich will es lieber nicht wissen. So. Dann schauen wir mal, wie wir hochkommen. Ja gut, wie wir hochkommen, sehen wir ja. So. Ich hätte gesagt, das Auge ist direkt in der Kiste hier. Wäre praktisch für mich. Oh, es ist tatsächlich. Ja, ist dein Auge. Vielleicht solltest du das in meinen Kopf stecken, zur Sicherheit. Sachte jetzt, sachte. Und? Oh, sieht richtig aus. Ich danke dir. Man kann das räumliche Sehen echt vermissen. Oh, das war's schon. Ja, wunderbar. Und wie kommen wir jetzt am besten... Oh... Die kann ich natürlich nicht einfach hier ungelootet zurücklassen. Das wäre einfach nicht richtig. Was ist da drin? Na komm. Symbol der Standhaftigkeit. Hätte jetzt irgendwie so eine... Irgendwas gegen Sodbrennen erwartet. Ein Glück habe ich das Seil hier nicht durchgeaxtet. So, ab ins Boot und raus aus der Schlange. Obwohl ich mir noch nicht sicher bin, ob sie uns lässt. Ja, ich kann nicht sagen, dass ich mich wieder ganz fühle, aber es ist eine Verbesserung. Ist der Bifrost intakt? Es wird reichen. Dann haben wir alles, was wir brauchen. Endlich! Wir gehen nach Jötunheim. Ja, hoffentlich. Und die Schlange muss uns erstmal rauslassen. Ja, das macht er ganz gerne, der Arsch. Ist mir auch schon aufgefallen. Und wie sprechen wir jetzt mit der Schlange? Wir haben ja kein Horn. Und jetzt Maul verschlossen. Gleich vorne anklopfen. Wir signalisieren den Boot festhalten. Was ist da los? Oh oh. Das war etwas furchteinflößend. Reizt unsere Anwesenheit Jörmunganders Magen? Nein.
Etwas stimmt nicht. Mist. Das ist nicht gut, wenn was nicht stimmt. Der Junge hat's wieder verhext. Was geschieht mit dir? Gar nicht gut. Puh, es ist vorbei. Nee, wahrscheinlich nicht. Sind Sie geschlagen? Was ist das? Beeilung. Sehe ich ganz genauso. Oh oh. Das kann ja nur schief gehen. Oh, es wird dunkler. Kannst du mal kräftig niesen, dass wir rauskommen? Versuch, das Gleichgewicht zu halten. Ja, nichts leichter als das. Das Boot schwankt, ich werde... Ich hab dich. An Mimi können wir jetzt nicht über Bord gehen lassen. Wir brauchen seine Augen. Ich sehe nichts. Wir wurden einfach so ausgespuckt. Was denn los mit der Schlange? Nein! Junge? Junge! Oh, alles gut. Und wo ist Mimis Kopf? Hab mich schon daran gewöhnt. Wieso ist sie tot? Was ist passiert? Waren wir das? Nein. Nein. Etwas anderes. Der tote Riese. Warum ließ uns die Schlange hier? Da! Ist es nicht einer von Odins Dingern? Ah, nee, Freya. Freya, wir können dir noch trauen, oder? Nein. Halte Abstand, bis wir es wissen. Die Weltenschlange. Was ist passiert? Keine Ahnung. Ich habe gehofft, du weißt es. Du bist weit gereist. Ich suche meinen Sohn. Ihr beiden. Habt mir die Augen geöffnet. Gern geschehen. Du weißt gar nicht, wo er ist. Nein. Doch die Wälder und Wiesen sprechen von ihm. Ich weiß, er ist hier in Midgard. Er ist bestimmt gleich hinter mir. Wann hast du ihn gesehen? Ist lange her. Noch vor deiner Geburt. Warum stehst du denn so weit weg? Was ist los? Was ist passiert? Oh. Was machst du denn hier? Hast du die Schlange kaputt gemacht? Ich habe geahnt, dass ich euch beide hervorlocke, wenn ich die große Schlange verletze. Oh, ein Glück ist nur verletzt. Ahnung, auch nur den Hauch einer Ahnung, was ihr mich gekostet habt. Nein. Nicht wirklich. Mein Sohn. Oh, oh. Mutter. Ja. Ich bin Fleisch hier. Und Blut. Lauf nicht weg. Oh, ich gehe nirgendwo hin, Mutter. Oh je. Ich weiß, dass du wütend bist. Ich weiß, dass du noch dasselbe fühlst. Doch ich möchte, dass... Was ich fühle? Was ich fühle? Hauptsächlich Zorn, würde ich sagen. Ich habe die letzten 100 Winter geträumt. Von diesem Moment. Habe alles genau durchdacht, was ich dir je sagen wollte. Jedes Wort, damit du dann endlich begreifst, was du mir alles geraubt hast. Was hat sie denn gemacht? Aber jetzt wird mir klar, du musst eigentlich überhaupt nichts begreifen. Ja, dann waren die 100 Jahre Zeitverschwendung. Gar nicht brauche. Nein, zurück, Kratos, das hat nichts mit dir. Der Weg, den du wählst. Rache. Er bringt keinen Frieden. Glaub mir. Tja, ich glaub nicht, dass er auf mich hört. Um dich kümmere ich mich später. Zuerst die Familie. Nein, 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 nein. Das wieder. Oh je, willst du jetzt aufs Maul?
ein Glück habe ich einen Stein der Wiederauferstehung. Keine Chance. Yeah. Von wegen hier unbesiegbar. Au. Ich hab doch geblockt. Nein. Bin gefesselt. Wende dich lieber davon ab, Junge. Das wird nicht schön. Ich lass das nicht zu. Nein, Junge. Na schön. Halt! Yeah! Nein! Nein, Atreus. Atreus, du blutest. Atme, Junge. Atme. Das ist ein Lungenriss. Nicht mein Blut. Oh. Was ist das? Ein schöner Pfeil. Ich kann das spüren. Für jemanden Gefühlslosen hat er ganz schön viele Gefühle. Ich kann jetzt alles spüren. Ist er jetzt nicht mehr unsterblich? Er ist verwundbar. Finden wir es raus? Was ist denn mit dir los? Vorsicht! Vorsicht! Großes Patscherchen! Was ist los? Will Freya uns töten? Nein. Hörst du den Wind? Wir bewegen uns. Dieser Pfeil, weil der schlug auf den Mistelzweig? Im Köchergurt, ja. Die Mistel hat ihn verletzt. Freya hat sie böse genannt. Er ist nicht nur verletzt, der Bann ist gebrochen. Dann kann man ihn töten. Ganz bestimmt. Langsam erinnere ich mich. Jetzt erinnert er sich. Praktisch, Mimir. Bisschen früher nächstes Mal. Wo sind wir denn jetzt wieder? Sie kontrolliert dieses Ding? Haltet euch da raus! Ich weiß, ich kann ihn umstimmen. Nein, Weib. Kannst du nicht. Er hat vor, dich zu töten. Du kannst mich nicht aufhalten! Niemand ich wollte es versuchen. Ich dachte, wir können es jetzt. Es ist mir egal, wenn er mich tötet. Ich werde ihn beschützen. Ich lasse ihn nicht sterben. Die ergreift. Das ist alles bald vorbei. Da! Sehr gut. Hört jetzt damit auf. Sofort! Ich versuch's. Au. Schon. Weil du kriegst dich mal wieder ein. Du bist ein richtiges Arschloch. Das ganze Spiel warst du das. Dann halt Baldur auf. Axt. Au. Axt. Aha. Ich fühle. Schön für dich. Sollte schmerzhaft sein. Das Spiel weist mich aber dazu an. Au. Ja, ich pass hier auf. War die Hoffnung. Ich finde die relativ stark. Muss ich sagen. Komm auf die Fresse. Wieder auf die Fresse. Ich liebe diesen Stein.
Na, wie fühlt sich das an? Au. Ich nehme das mal. Ich bräuchte mehr Hilfe-Items, Freya. Komm schon. Nein, Atreus. Hilf mir. Ja. Ganz ruhig. Au. Was meinst du, was ich hier vorhab? Au. Ja, man, schwieriger Kampf hier. Aber noch sind wir nicht draufgegangen. Schon. Ich hätte hier noch ein bisschen Hilfe-Items. Weich doch nicht aus, Kollege. Weich doch nicht immer aus. Nein. Geht mir nicht gut. Nehme ich. Nehme ich. Na also, Axt. Komm schon. Weich doch nicht immer aus. Du machst mir das Leben unnötig schwer. Mist. Wieso hast du noch so viel Leben? Mist. Wirst du es überstehen? Da wäre ich mir nicht so sicher. Na, da hat er mich aber. Ja, dann hoffen wir mal, dass das hilft. Der hat hier noch so viel Leben. Freya, fessel mal deinen Sohn wieder. Ja! Tschüss. Nein! Ich muss Baldur doch töten. Oh, wir sind immer noch so stark. Ich würde lieber abhauen. Ich habe so wenig Leben. Sehr gut. Au, 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 au. Mein Rücken, mein Rücken. Der hat so viel heben müssen. Atreus! Atreus! Ich bin hier oben. Mir geht's gut. Sei vorsichtig. Wunderbar. Oh, jetzt begehrst du aber auf. Aufhören! Lieber! Au. Dachte, ich hätte meine Chaosklinge ausgerüstet. Komm schon. Mach alle Feinde platt. Ja, du bist schon durchgeknallt, würde ich sagen. Das. Der will immer mehr. Der genießt es ja richtig, dass ich hier leide. Hör mal mit dem Feuer auf. Ach, das wirst du nicht schaffen, denke ich mal. Das wirst du nicht schaffen.
Sehr gut. Ich glaube, wir kriegen es hin. Irgendwas macht man zumindest gut. Gegen Feuer hat er gerade nicht so viel. Komm schon. Einfach ordentlich aufs Fressbrett noch. Axt. Ja, chill mal. Chill mal. Ja, du hast nur eine Voicelein gerade. Dass du verrückt bist. Ich weich doch aus. Du kriegst doch gerade ein Mia. Boah. Was für ein abgedrehter Typ. Ey, ich bräuchte auch Gesundheit, glaube ich. Lass mal welche fallen, Kollegen. Bin doch ausgewichen. Noch so einen Stein habe ich nicht. Komm schon. Nein! Kann ich gerade nicht mehr. Och, müssen wir das Ganze nochmal machen jetzt? So, diesmal hauen wir ihm aber auf die Schnauze. Uni, Uni, Uni. Hör mal auf zu explodieren. Au. Fängt ja schon wieder richtig super an hier. Ah, geh von mir runter. Geh doch einfach von mir runter. Ich habe hier größere Fische zu backen. Au. Ja. Oh, nicht schon wieder einer auf mir drauf. Weg mit dir. Und ausweichen. Zumindest ausweichen sollten wir können. So. Gut. Na, das klappt doch ganz gut. Da kommt er. Mist. Gegen die Attacke kann ich noch wenig machen. Nein, stoß mich doch nicht einfach so um. Ja, mir macht das auch Spaß. Geh down. Geh einfach down. Komm schon. Nein, nicht noch mehr von den Viechern. Muss doch ausweichen. Muss doch ausweichen. Ja. Komm schon, wir kriegen ihn. Immer schön aufs Gesicht. Schön, dass du dich wenigstens amüsierst hier. So. Schön drauf schießen, mein Junge. Komm schon. Aha. Ich muss einfach besser werden im Ausweichen. Mehr! Mehr! Zeig mir mehr! Du willst mehr? Wird jetzt umso befriedigender sein. Ich glaube nicht, dass du das schaffen wirst. Komm schon rüber ab. Ah, die mit ihren Drehwarviechern hier immer. Komm schon. Ah, geh doch von mir runter. Wie viel Leben will Baldur eigentlich noch haben? Und wieso kann ich die Teile nicht aufnehmen? Ist hier gut. Ist hier gut. Ich muss einfach nur ausweichen. Komm schon. Na also, wir kriegen ihn auf jeden Fall down. Ja, ist ja gut. Schau, wieder so ein Vieh auf dem Rücken. So langsam wird's nervig. Nein, ausweichen. Oh, wie hat das nicht getroffen? Nein, ich muss da doch auch ausweichen. Ah, die hört einfach nicht auf mit den Viechern. Komm schon. Ah. Ich brauche mehr Gesundheit. Mehr Gesundheit. Einfach mehr Gesundheit. So. Sehr schön. Nein, ich habe wieder sowas. So, einmal auf die Fresse.
Jetzt laufe ich wieder weg. Nein. Nein. Wieso habe ich immer noch keine Rage? Ich habe doch geblockt. Ah, ich freue mich, dass der immer noch so Spaß hat, mich zu besiegen. Nach all den Versuchen. Na komm, jetzt aber. Ja, glaub, wir haben es geschafft. Endlich. Oder? Das sieht gut aus. Auf zur nächsten Stufe. Hey, nicht einmischen. Das ist unfair. Hab ihn beinahe down. Der ist schneller als ich im Klettern. Na, das sagt man doch zu seiner Mutter nicht. So, und was muss ich jetzt? Da lagen doch noch Gesundheitsitems. Na gut. Wir müssen wohl einfach nach oben. Oben? Ich sehe nichts. Hallo? Okay, einfach ein bisschen klettern. Atreus! Ich hab dich, mein Kleiner. So. Bleib weg von meinem Sohn. Ja, und du von meinem. Nur wenn er sich als erstes zurückhält. Komm schon. Ja! Bitte! Es gab schon genug Leid! Sei still, Mutter! So, bin ja gut im Ausweichen. Sehr gut. Und jetzt draufhauen. Oder würgen. Geht beides. Nein, jetzt roll mal gleich runter. Pass doch auf. Nein, grad. Atreus. Hab dich. Schieß doch. Voll in den Fuß. Nee, voll in die Brust. Danke, Atreus. Und nun was? Oh, da sind wir aber mutig. Oh, Atreus macht das relativ gut. Ist das eine coole Szene. Und voll auf die Pfeilspitzen. Hey. F drücken, F drücken. Mist. Vor euren Tod möchte ich euch danken. Euch beiden. Ich werde nicht sterben. Und Atreus auch nicht. Ich war nie so lebendig. Ja, und gleich wirst du nie so tot gewesen sein. Oder? Und Rage. Das war schmerzhaft. Das war schmerzhaft. Warum sterbt ihr nicht? Weil ich stärker bin als du. So, du bist blau, das heißt, ich brauche andere Waffen. Jetzt bist du. Okay. Axt. Komm schon. Ja! Und Volltreffer. Wie viel hältst du denn aus? So langsam war der Bosskampf lang genug. Vor allem mit meinen Scheiterversuchen. Mist, 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 Mist. Und Waffenwechsel. Pech für dich, dass ich hier volle Runenstärke habe. Komm schon. Einfach drauf gehen. Nein. Teil mir doch nicht immer so aus. Komm schon. Gehst du denn hin? Oh, hör doch auf, deine Form zu wechseln. Muss ich so auf Waffen wechseln? Nein, was wärst du denn dafür Mist? Nein. Komm, so langsam werde ich aber zornig. Ach, du hast im falschen Moment dein Ding gedrückt.
Ja, das bringt jetzt gar nichts. Das bringt jetzt gar nichts. Atreus, hilf mir. Au. Ich würde davon abraten. Da ist ein Hilfe-Item. Nehme ich doch sofort. Kannst du dich mal entscheiden? Au. Ich glaube, er kann sich nicht entscheiden. Atreus, auf ihn mit Gebrüll. Lag da ein Hilfe-Item? Ich brauch's. Nein. Ich wünschte, ich hätte noch so einen Stein der Auferstehung. Komm schon. Nein. Ach komm, so knapp. So, diesmal machen wir ihn aber fertig. So, Axt. Würde ich mir zumindest wünschen, dass wir dich mal besiegen. So, wo ist meine Axt? Da ist meine Axt. Und wo ist der schon wieder hin? Schön ausweichen. Und die richtige Waffe nehmen. Komm schon. Ja! Nein, hör auf auszuweichen. Schön auf die Rübe. Am besten ab mit der Rübe. Nein. Also ja, aber ich wollte eigentlich, dass Kratos ausweicht. Hat er nicht gut genug hinbekommen. Oh, ich weich in die falsche Richtung aus. Das Gesundheits-Item nehme ich. Komm schon, aufnehmen. Und Axt. Die Axt ist wieder dran. Und jetzt wäre eigentlich wieder Axt, wieder das andere, dann nehmen wir das andere. Ja! Sehr schön. Komm schon. Und nochmal. Nicht in die Luft gehen. Ja! Nein, Atreus. Halt nur Baldur auf. So, Axt. Axt, Axt, Axt. Ja, nochmal Gesundheit. Nehme ich doch gerne. Komm schon. Mist. Habe ich die überhaupt aufgenommen? Ach, komm schon. Muss einfach mehr ausweichen. Na, ich weich zu früh aus. Komm schon. So schwer ist er doch gar nicht. Da bin ich schwerer. Komm schon. Ja! Niedermetzeln! Helfer-Item. Nee, wir müssen weitermachen. Ansonsten sagt deinem Sohn, dass er hier mal die Fresse halten soll. Ja! Du bleibst schön da. Ich glaub, wir kriegen ihn diesmal. Komm schon. Ja! Nein! Waffen nicht ausgerüstet. Aber oh, weicht doch nicht aus. Nein! Was ist jetzt los? Ich glaube, wir haben es geschafft. Ja! Danke, Atreus. Nochmal, Atreus. Nochmal. Sehr schön. Das ist echtes Teamwork. Schön, schön, schön. Hör auf zurückzuschlagen. Komm schon. Bist du nervig gewesen? Nein! Was machst du denn jetzt? Jetzt ist mir wieder so kalt. Da! Ich hab eine Idee! Oh, der beschwört die Schlange. Gut gemacht, Junge.
Ich kann nur meine eigene Schlange beschwören. Und seitdem ich älter wurde, klappt das auch nicht mehr zuverlässig. Aber immer noch gut genug. Hui. So, und nu? Komm schon! Kann man ihm nicht einfach den Kopf abschneiden? Tu es! Ich versuch's. Halt! Bitte! Nein, wir halten nicht. Der hört ja nicht auf, uns töten zu wollen. Er ist keine Gefahr mehr. Da wäre ich mir nicht so sicher. Du wirst uns nicht mehr folgen. Du lässt sie in Ruhe. Ich brauche deinen Schutz nicht. Misch dich da gerade nicht ein. Hui. Echt, wir lassen dem am Leben? Ich glaube, das ist ziemlich gefährlich. Du warst was. Ich habe Fehler gemacht. Ich weiß. Aber du Einsicht bist ist der erste Weg zur Besserung. Du hast, was du wolltest. Versuch mir zu vergeben. Lass uns bitte neu anfangen. Nein. Niemals. Denn ich werde dir niemals vergeben. Oh, Baldur ist so eine beleidigte Leberwurst. Du musst dafür büßen. Dass du mir mein Leben gestohlen hast. Du hast doch noch ein Leben. Ich habe gebüßt. Ich habe gebüßt. Aber wenn nur das allein dir Frieden bringt. Das wird sicher nicht. Lass dich nicht töten. Und wenn nur mein Tod die Fehler berichtigt, wehre ich mich nicht. Wird er die jetzt echt umbringen? Was? Nein, Vater! Baldur, du bist... Was ist das denn für eine Szene? Baldur, du bist ein chaotischer Arsch. Der hat sie echt umgebracht. Warum kümmert dich das? Weil du ein Psychopath bist. Besser sein als das. Ui. Das ging aufs Knick. Das sind lahme letzte Worte. Nein. Mein Sohn, mein lieber, süßer Sohn. Der ist weder lieb noch süß. Oh, oh. Er wollte es. Ich schwöre hiermit dir jede Qual. Ah, du bist auch so eine Psychotante. Erdenkliche Gräuel anzutun, versprochen. Ich werde deinen kalten Leichnam durch alle Orte. Dein Sohn war ganz klar bescheuert. Hehls Abschaum zum Fraß vorwerfen, das ist mein Versprechen. Er hat dich gerettet. Er hat mir alles genommen. Mach doch einen neuen Sohn. Alles. Nix wird einem hier gedankt. Du bist ein Monster. Erfüllt von Bosheit und Zorn. Ja, aber dein Sohn. Nie ändern. Dann kennst du mich nicht. Gut genug. Und er?
Junge. Mal mit Jungen. Zu. Ich komme aus dem Land Sparta. Durch einen Backstory. Götterpakt verlor ich meine Seele. Ich tötete viele, die es verdienten. Und Unschuldige. Oh, nicht gut. Na, jeder hat irgendwas getan. Ich tötete meinen Vater. Was war dein Vater, Neil? Lebt man so als Gott? Wird nicht unbedingt sagen. Muss alles so enden? Söhne töten ihre Mütter, ihre Väter. Nein. Wir entscheiden selbst, welche Götter wir sind. Ohne zurückzublicken. Wer ich war, wirst du nicht sein. Wir machen es besser. Das klingt gut. Man kann sich ja ändern. Ah, die ist gerade noch emotional geladen. Vielleicht bringst du so einen Zombie-Baldur zurück. Ja, dann sind wir wohl jetzt die Bösen. In ihren Augen ja, aber sie hatte diese Wahl nie. Ich bin mir ziemlich sicher, dass wir die Guten sind. Beenden wir diese Reise, solange ich die Kraft habe. Wieso soll ich nicht mehr die Kraft haben? Wäre es nicht geschickter, Freya noch, die hat uns ewige Rache geschworen, dass man die gleich mit ausschalten? Ich weiß, es war richtig, sie zu retten, aber sie war am Ende richtig böse. Nicht böse? Du hast ihren Sohn getötet. Ihren Sohn. Den Tod eines Kindes können Eltern nicht leicht verkraften. Das stimmt, aber ich glaube, die kommt drüber hinweg. Macht sie vielleicht einen besseren Sohn. Er wollte sie töten. Sie wäre gestorben, damit er lebt. Das können nur Eltern verstehen. Also dürfte ich dich töten? Wenn du stattdessen lebst. Ja. Hör mal. Es gab keine leichte Wahl. Für niemanden. Aber wir sind uns einig, dass du richtig gehandelt hast. Die Welt ist ein besserer Ort mit Freya darin. Nur, gib ihr Zeit, Freunde. Ihr werdet sehen. Dann zurück zu Tyrs Tempel. Ein letztes Mal. Ja. Jüttenheim wartet. Naja, Freya retten war nicht ganz oben auf meiner Prioritätenliste, aber ich bin froh, dass sie lebt. Odin muss ihn überzeugt haben, er würde geheilt, wenn er euch nach Jüttenheim folgt. Sicher nur Lügen. Warum hat die Mistel den Bann gebrochen? Warnemagie ist sehr mächtig, aber ihre Regeln sind nur schwer fassbar. Eine Hexe kann damit bestimmt umgehen. Oh, das ist alles so verdammt tragisch. Balbe war das größte Geschenk, das Odin Freya gab. Das einzig Gute aus ihrer Ehe. Sie wollte ihm nur Schmerz ersparen und sich selbst ihn zu verlieren. Doch solche Regungen lassen gute Eltern oft schrecklich dumme Entscheidungen. Das ist wahr. Naja, wir hätten ihn ja Freya umbringen lassen können und ihn dann umbringen. Dann hätte Freya bekommen, was sie wollte. Baldur hätte, ja gut, hätte dann auch bekommen, was er wollte. Und niemand schwört mir ewige Rache. Verantwortlich für Odins Gräueltat an den Riesen. Es gab einen Zwischenfall, kurz nachdem Mjölnir geschmiedet war, als Tyr eine Zusammenkunft zwischen Odin und den Riesenkönigen einberief. Zu der Zeit war der große Krieg noch jung, ein Sieg lag in weiter Ferne und die Jötnar hätten die Waagschale zwischen Asen und Warnen kippen können. Odin hatte Tyr überzeugt, der Hammer diene nur zur Abschreckung, um bei den Friedensverhandlungen stark zu erscheinen. Tyr hoffte, alle Parteien davon zu überzeugen, dass Frieden ihnen allen zugute käme. Er wusste, hat dass nicht die Riesen besorgt waren wegen des Hammers, einer mächtigen Waffe in Händen, denen sie nicht trauten. Doch sie trauten Tyr. Tyr glaubte stets an das Beste in anderen. So das ist schon mal ein Fehler. Vermeintlichen Wunsch nach Frieden glauben und brachte den Rabengott nach Jüttenheim. Wir machen später weiter. Oh, schade. Du kannst ruhig an meinem Arsch auch noch weiterreden. Lass dich davon nicht aufhalten. So, dann können wir endlich nach Jötunheim. Hoffentlich. Kommt vielleicht noch mal was dazwischen? Schauen wir mal. Ich brauche den Alchemisten für etwas, das ich euch Auferstehungssteine. Ich brauche Auferstehungssteine. Wer weiß, was passiert. So,
gönne ich mir einfach mal. Ich wünsche, man könnte mehr davon tragen und nicht nur ein. Tja, worüber haben wir noch geredet? Weiß ich doch nicht. Ah, endlich, endlich, Jötunheim. Es geht los. Unglaublich, wir werden die Riesen sehen. Also, sofern alles nach Plan verläuft. Nur zu, stelle Jötunheim ein und dann geht's los. Ich versuch's. Hoffentlich ist mein Bifröst geladen. Oh, das sieht gut aus. Warnerheim, Muspelheim, falsche Richtung. Muspelheim, Warnerheim, Jötunheim, in diese Welt reisen. Und Bifröst wieder eingesteckt. Dann wirk mal deine Magie, du komischer Baum hier. Junge, der Kopf. Nimm ihn. Oh, klar. Ah ja, wegen den Augen. Hab ihn. Hab ich durch die Kämpfe jetzt vollkommen verdrängt. Hoffentlich explodierst du nicht oder so. Oh, hatte ich nicht bedacht. Vielleicht sollten wir das besprechen. Nö. Wird schon gut gehen. Bereit. Oh, das ist unangenehm. Ja, ja. Wirst du schon schaffen. Und aus Portal. Feuer. Ah, das ist doch cool. Das ist doch einfach ein cooles Spiel. Den nehme ich wieder. Ich mag Mimi als Begleiter. Und mein Junge inzwischen auch wieder. Ist es noch weit? Wir werden sehen. Komm rein da, bevor irgendwas passiert. Oh, die Stufen sehen sehr glatt aus. Bevor wir fortfahren. Vielleicht sollten wir hier bleiben. Was willst du? Also das Letzte, was ihr beiden da oben braucht, ist ein verwesender Kopf. Ich warte besser hier. Es geht um dich und den Jungen. Stimmt. Aber wenn dich jemand... Bei Sifs verdammt prächtigen Rundungen. Ihr habt es geschafft. Tut mir leid. Das mussten wir sehen. Oh nein. Nein. Ach, verdammt. Na schön. Passt so lange auf den Kopf auf. Ich kann das. Nein, ich kann es nicht. Na gut. Ja. Bereit? Ich bin bereit. Komm. Vorsicht, die sehen echt glatt aus. Nicht auf die Fresse fallen. Und jetzt müssen wir noch den höchsten Gipfel finden. Der hat einiges mit dem Kopf vor. Mir fällt da nur eine Möglichkeit ein. Kommt drauf an, ob er noch beißen kann oder nicht. Na komm, Junge. Ein Glück sind wir hier direkt an den Stufen. Hui. Ist das schon der höchste Berg? Mensch, so viele Stufen bin ich ja ewig nicht gelaufen. Wieso haben sie hier keine antiken Fahrstühle? Oder eine Rolltreppe aus hier Marmor. Ui, gleißendes Licht. Immer noch gleißendes Licht. Immer noch. Ah. Jetzt geht's weiter. Sehr schön. Schau! Die Finger des Riesen! Vor uns ist der höchste Gipfel! Da vorne! Ich sehe noch keine Fingerchen. Ich glaub dir mal, dass du welche siehst. Geschafft. Ich fühle mich ganz schön geschafft. Haben wir. Mist, wir haben Mutters Asche sonst wo vergessen. Was machst du jetzt? Handschuhe sitzen ein bisschen eng. Ach, ich glaube, das ist tatsächlich die Asche, die... Nee. Hab meine Chaos-Klingen weggelegt. Ich will nichts mehr verbergen. Das ist gut. Dann runter mit der Hose. Ah, okay.
Das sind aber ganz schöne Kettenabdrücke da. Können wir jetzt gehen? Es ist so nah. Junge. Glaubt, der darf die Asche tragen. Hier, deine Mama. Das ist alles, was von ihr übrig ist. Nicht fallen lassen. Ha. Schön. Haben die zwei eine annähernd vernünftige Beziehung miteinander aufgebaut? Ah, Chaosklinge habe ich noch auf dem Rücken. Wunderbar. Junge. Nichts. Dachte nur, ich müsste Stimmen hören. Also wenn du Stimmen hörst, ist es generell kein gutes Zeichen. Oh. Hallo. Die haben Girlanden für uns aufgehängt. Schöne Girlanden. Ich heiße mich auch willkommen. Wo sind wir hier? Sie sind wohl beim Verlassen von Midgard hier durchgekommen. Der Rest von ihnen. Aha. Oh, da ist eine Feldspalte. Da sehe ich links eine Feldspalte. Muss ich wohl wieder ein bisschen klettern? Oh, Junge, schreib das mal ab. Das dauert, bis du das gelesen hast. Wer ist der Wächter? Wäre cool, wenn sie die Credits so versteckt hätten. Der Wächter ist niemand Besonderes, schätze ich mal. Ein ganz, ganz leichter Feind. Können wir uns später ansehen vielleicht. Ich müsste sie fühlen, aber ich tue es nicht. Dieser Ort ist tot. Was ist passiert? Weiß Warum ich doch nicht. Uns hierher geschickt? Eine Frage ist beantwortet und zwei neue stellen sich. Oh. Warte! Warte! Hier passiert was! Nein! Der ganze... Okay. Die ganze Dekoration kommt zum Vorschein. Die ganze Geschichte. Na, zumindest hier in dem Bereich. Und Mutter. Da. Sie streitet mit ein paar Riesen. Oh je. Kannte Riesen? Das sind wir. Da trafen wir zum ersten Mal die Weltenschlange. Ja, die sieht zwar ein bisschen aus wie ein Pony, aber meinetwegen. Unser Kampf mit Baldur. Aber der war doch eben erst. Warte. Sie wussten alles, was geschehen würde. Der Drache im Berg. Der Steinmetz. Diese Zeichnungen. Das ist unsere Geschichte. Ja, anscheinend schon. Deine Geschichte. Aber was bedeutet das? Woher soll ich das wissen? Der Einzige war, der Geheimnisse hatte. Meine tote Frau anscheinend auch. Du wusstest nicht. Sie war eine Riesin. So groß kam die mir damals gar nicht vor. Hat meiner locker, war groß genug. Mehr sagt man nicht. Warum das Geheimnis? Keine Ahnung, weil Riesen und Götter... Her, damit wir das hier finden. Aber warum so umständlich? Damit wir zusammenwachsen. Sicher Gründe. Würde ich mal sagen. Balder war gar nicht hinter mir her. Er ist die ganze Zeit ihr gefolgt, ohne zu wissen, dass sie nur Asche ist. Sie hatte einen Plan für uns. Dem vertraue ich. Egal, was es ist. Und warum wollte Baldur außerdem ihre Asche? Lag sie noch nicht falsch. Na komm. Wir sind dem Ende schon so nah. Ja. Ja, sind wir.
Das sieht nicht gut aus, was ich da mache. Wieso bin ich denn so tot auf dem Bild? Ach egal, ich bin ja gewachsen da. Hab bestimmt eine Axtfertigkeit, mit dem ich mir das Leben retten kann. Es ist Mutters. Sie war hier. Sie hat unsere Schritte vorausgesehen. Als wäre sie dabei gewesen. Sie hat uns beschützt und heimgeführt. Wenn du meinst. Okay. Dafür müssen wir aber ein bisschen klettern. Du bist übrigens ganz gut im Klettern geworden. Am Anfang musste ich dich noch die ganze Zeit tragen. Ja, gerade habe ich dich gelobt. Ui. Das ist nicht gut. Das ist gar nicht gut. Auf starke Felsspitzen fallen ist nicht gut. Alle sind tot. Das ist furchtbar. Vater. Nein. Wir tun es gemeinsam. Oh. So. Sehr schön, sehr schön. Ein kleiner emotionaler Moment. Auf den Wind aufpassen. Sonst kommt die ganze Asche in unser Gesicht. Das ist aber auch keine normale Asche. Wieso ist die denn so glitzernd? Da ist doch bestimmt mehr drin im Beutel, wenn die eine Riesin war. Na gut, die war ja wahrscheinlich nicht in echt so groß wie die anderen hier. Es gibt ja auch kleine Riesen. Winzriesen. Ach, ist das schön. Haben unser Ziel erreicht. Ich hab dich lieb, Mutter. Die Riesen sind wirklich alle weg. Hier gibt's nichts für uns. Komm. Also, Mutter war eine Riesin. Dann bin ich teils Riese, teils Gott. Du wirkst doch so klein. Stimmt. Aber eine Sache verstehe ich nicht ganz. Mein Name an der Wand. Die Riesen nannten mich Loki. Du bist Loki. Loki. Der sah in den Marvel-Filmen anders aus. Deine Geburt. So musste ich ihr Volk genannt haben. Warum? Das klären wir ein andermal. Lass uns heimkehren. Ich finde, Atreus ist ein schönerer Name. Ach, ist das schön. Mein Sohn hasst mich nicht mehr. So. Die Heimreise. Ach, da ist ja das Tor. Kann ich... Jetzt ergibt wohl alles einen Sinn. Wieso wir sie herbringen sollten, zu ihrem Volk. Na, ich verstehe es noch nicht ganz. Wusste sie, dass es hier so aussieht? Wollte sie, dass wir das hier sehen? Wollte sie, dass wir das weitererzählen? Oder geheim halten? Ich weiß es nicht. Was sollen wir tun? Ich überlasse dir, das zu entscheiden. Oh. Interessant. Wieso habt ihr mich Atreus genannt? Ganz sicher nicht nach einem Gott. Nein. Er war ein Soldat. Ein Spartaner. Ein großer Krieger? Alle Spartaner sind große Krieger. Wir trainieren von Geburt an. Unser Leben alle haben schöne Sixpacks. Pflicht, Kampf und Tod.
Das Leben war hart und wir ertrugen es stoisch. Ich hab nun ein Sixpack im Kühlschrank. Doch Atreus von Sparta war anders als der Rest von uns. Selbst in den dunkelsten Zeiten lächelte er. Er war glücklich. Er gab uns die Hoffnung, dass in uns, obwohl wir Kriegsmaschinen waren, auch Menschlichkeit steckte. Ja, das ist doch, eine gute Eigenschaft. Als er sein Leben in der Schlacht verlor, rettete sein Opfer zahllose andere und wendete die Schlacht zu unseren Gunsten. Ich trug ihn auf seinem Schild nach Hause und begrub ihn, wie in Sparta üblich, mit allen Ehren. Sein Andenken war ein Trost in dunklen Stunden. Wow, du hast eine tolle Geschichte erzählt. Ja. Mir hat's verpasst. Ich erzähle sie ihm auf dem Boot nochmal. Bin ich mir fast sicher. So, sagen die noch viel? Ja, ich bestimmt verstehe, da unten ist das Tor. Willst, aber ich wette, da draußen sind noch ein paar Valkyrien, die wir befreien können. Oder jemand anders, der Hilfe braucht. Vielleicht hat uns Mutter auch hierher geschickt, um anderen zu helfen. Oder damit ich wir meine, uns beide verstehen. Und was würde Loki tun? Komischer Name. Gut, dass wir deinen genommen haben. Ja, finde ich auch. So. Dann ab durch die Mitte der Tür. Hey, wieso liegt er denn da? Ich bin vielleicht froh, euch zu sehen. Ich habe die Nase voll vom Liebreiz der Zwerge. Was war denn, Mimir? Sie haben unangenehm ausgiebig Maß genommen und sich anschließend über das Wetter gezankt. Wohin sollen wir dich bringen? Wie wäre es denn vielleicht mit irgendwo anders hin? Ja, du kommst wieder an meinen Arsch. So, mit Atreus erkunden, weiter erkunden, erledigen sie Zwergengefallen, bla bla bla. Valkyren enthüllt, die waren schwierig. Aber ich glaube, jetzt sehen wir die auch. Neues Spiel Plus können wir erstellen, wunderbar. Brauchen wir aktuell nicht. So, dann würde ich sagen, wir sind am Ende der Episode angekommen und am Ende der Let's Play-Serie. Das Spiel hat mir wahnsinnig Spaß gemacht. Das Kampfsystem war klasse. Ich war es nicht, aber dennoch, ich hatte eine glorreiche Erfahrung hier und ich finde, das ist ein schöner Screen, um God of War zu beenden. Also, ich bedanke mich fürs Zusehen und wir sehen uns beim nächsten Mal.